So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich versuche heute mal eine Kurzfassung von der Frage, inwieweit Bäume geeignet sind, den Klimawandel aufzuhalten, beziehungsweise inwiefern wir, wenn wir mehr Bäume pflanzen, denn dazu einen enormen Beitrag leisten. Wichtig, Forstwissenschaften, das heißt Wissenschaftsskeptiker, Leugner oder sonstige Anhänger von irgendwelchen Echsenmenschen in der Hohlerde, der flachen Hohlerde selbstverständlich, werden hier keine Freude haben, dürfen gerne draußen bleiben oder uns auf den Sack gehen, werden sie sowieso tun, ob man sie dazu auffordert oder nicht. Jetzt, warum sind Bäume prädestiniert, potenziell das Klima zu retten? Wir haben ja mit dem erhöhten CO2-Gehalt in der Atmosphäre zwei Stellschrauben, die wir dagegen irgendwie tun, was wir dagegen tun können. Ne? Stellschraube Nummer 1, weniger CO2 dazu abgasen sozusagen. Ja? Stellschraube Nummer 2, das CO2 irgendwie aus der Atmosphäre wieder rausbekommen. Während wir jetzt alle wissen, wie man in der Lage ist, weniger CO2 in die Atmosphäre zu pusten, weniger Autofahren, Fliegen, alles was Spaß macht, so in dem Stil, ne? Wissen wir noch nicht so gut als Gesellschaft und auch als Wissenschaft, wie man denn am effizientesten das CO2 jetzt aus der Atmosphäre wieder rauskriegt. Da gibt es so Ideen, dass man es als Erdgas in die Spalten, wo man vorher das Erdgas rausgeholt hat, jetzt wieder reinpustet, komprimierte Luft in die Erde pusten sozusagen. Das kann funktionieren. Ich bin da kein Experte in diesem Bereich. Aber das ist ein Ansatz. Ein sehr vielversprechender weiterer Ansatz und der eben, über den wir jetzt reden wollen und der bisher auch am besten funktioniert hat und meiner persönlichen Meinung nach auch das größte Potenzial liefert, ist Holz. Weil, woraus besteht Holz? Naja, aus Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Kohlenstoff. Und der Kohlenstoff ist eben das C vom CO2 und das ist der springende Punkt. Und wie viel Kohlenstoff ist in so einem Baum drin? Ja, die Hälfte. So. Weltpremiere, Mathe zum selber mitdenken. Mir geht es darum, dass ihr schon mal so grob eine Ahnung habt, wie man sowas berechnet. Jetzt nicht um den exakten Wert, der muss jetzt also hier nicht so ganz genau stimmen. Da kann man sich ja noch ein bisschen plus minus machen. So, wir gucken uns erstmal an, dass unsere Holzgewichte sind. Da sind wir so zwischen bei Fichte 460 Kilo und Buche 700 Kilo pro Kubikmeter. Davon ist jeweils die Hälfte Kohlenstoff. Wenn wir jetzt einen Durchschnittswert nehmen, kommen wir so auf ungefähr 300 Kilo Kohlenstoff pro Kubikmeter. Kubikmeter Holz. So, ein durchschnittlicher Wald wächst jetzt mit 40 Kubikmeter Holz pro Hektar und Jahr. Das ist so derzeit das Wachstum von einem durchschnittlichen deutschen Wald, ganz, ganz grob. Das kann sich auch nochmal verändern, aber aktuell ist es so. Den nehmen wir also jetzt entsprechend mal 300, diese Wachstumsrate, und kommen auf 4200 Kilo Kohlenstoff, die unser Wald so erstmal speichert. Jetzt ist allerdings Kohlenstoff nicht das gleiche wie CO2. Und wir wollen ja CO2 haben und darum dürfen wir jetzt ein bisschen mit Molekülgewichten überlegen. Ein C wiegt 12 Gramm pro Mol, ein O 16 Gramm pro Mol und ein CO2 dementsprechend 44 Gramm pro Mol, weil ein C und zwei Os drin sind. Das heißt, wir machen jetzt einen Dreisatz. Das Gewicht vom Kohlenstoff durch 12 mal 44, also 4200 mal, durch 12 mal 44 und das gibt dann 15 Tonnen und 400 Kilo CO2. So, und das entspricht auch ziemlich genau dem Wert, den man findet, wenn man im Internet mal recherchiert, wie viel denn so ein Wald, so ein deutscher Wald an CO2 aufnimmt. Ja, und das kann man jetzt so auch gut nachvollziehen, hoffe ich. So, Problem. Soweit klingt das alles ganz, 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 ganz toll, insbesondere wenn man weiß, dass in den Tropen zum Beispiel nicht 14 Kubikmeter pro Hektar und Jahr an Holz hinwachsen, sondern 40. Und das spielt dann nochmal eine viel größere Rolle. Das Doofe ist jetzt bloß, dass das nur so lange gespeichert ist, wie der Baum auch steht. Ja, und so ein Baum ist leider, auch wenn er nah dran ist, nicht ganz unsterblich. Und das bedeutet, das ist ein Werden und Vergehen. So, und jetzt kommt eben die Theorie ins Spiel, dass es zwei Ansätze gibt, wie man denn mit mehr Wald, mit mehr Bäumen das Klima am besten ausgleichen kann und am besten den Klimawandel etwas reduzieren bis hin zu aufhalten kann. Ja, zwei wesentliche Ansätze, die in der Wissenschaft rauf und runter diskutiert werden. Ansatz Nummer 1, mehr Urwald. Ansatz Nummer 2,
mehr Wirtschaftswald. Ja? Im Prinzip ist es das. Ja? So, für Ansatz Nummer 1, mehr Urwald, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man nimmt Wald, sowas wie den hier, und macht da nichts mehr und wartet, bis er Urwald ist. Das dauert je nach Wald, je nachdem, wo wir uns befinden, zwischen 100 und 500 Jahren in etwa. Ja? Bis dahin weiß ich nicht, ob Menschheit dann noch ein Thema sein wird, aber Klimawandel haben wir dann hoffentlich im Griff. Ansonsten ist nämlich Menschheit voraussichtlich wirklich kein Thema mehr. Na? Gut, für die Natur ist es grundsätzlich egal. Die existiert auch als eine Wiese aus Moos. Das gibt ja niemanden, der das bewertet in der Natur. Das machen bloß wir Menschen. Wenn wir weg sind, ist der bewertende Faktor, ist jetzt ein Wald gut und ein Moosteppich schlecht? Keiner mehr da, der das beurteilen soll. Ja? So, aber zunächst mal die Urwaldgeschichte. Ein Urwald speichert enorme Mengen an CO2, bis er sein Maximum erreicht hat. Weil irgendwann sind die Bäume so dick und so alt, wie sie werden können, dann werden sie anfangen zu sterben. Gleichzeitig wachsen, wann immer ein alter Baum umfällt, junge Bäume hinterher und damit gleicht sich das ungefähr aus. Ein toter Baum wird zersetzt und es spielt letztendlich wenig Rolle, ob der Baum jetzt durch absolute Biobakterien zersetzt wird und das CO2 wieder an die Atmosphäre abgegeben wird oder ob wir den kleinsägen, kleinhacken und in den Ofen werfen und verbrennen. Das CO2, das in der Atmosphäre landet, ist dasselbe. Beim Verbrennen geht es ein bisschen schneller, beim Abbauen geht es ein bisschen langsamer. Aber wenn da ein Riesenhaufen Holz, totes Holz rumliegt, dann ist das auch ein Riesenabbaupotenzial. Und wir gehen ja jetzt davon aus, dass wir diesen Wald ganz ewig nicht genutzt haben und dann liegt da ein Haufen Holz, was vor sich hin vergammelt. Und das entspricht dann in etwa der gleichen Menge an CO2, die dann nach und nach wegvergammelt, wie wir Holz nutzen würden, wenn wir den Wald bewirtschaften würden. So, und das, um das mal zu illustrieren, habe ich hier mal was vorbereitet. Genau genommen habe ich es vorbereiten lassen von meiner Frau. Die kann nämlich schöner malen als ich. So, was wir hier sehen, sind eine Y-Achse, eine X-Achse, Koordinatensystem. Ja, so viel Mathe setze ich jetzt einfach mal als bekannt voraus. Wir haben hier den CO2-Speicher, je weiter oben wir uns hier befinden in dieser Grafik, desto mehr CO2 ist gespeichert. Wir haben hier das Alter, also quasi die Zeit. So, und die blaue Linie stellt einen Urwald dar. Ein Urwald fängt an, wo noch kein Wald ist, keimt und die Bäume werden älter. Wenn die Bäume älter werden, speichern sie CO2, speichern CO2, speichern CO2, speichern CO2. Irgendwann ist der Wald jetzt so alt, dass kein weiteres CO2 mehr gespeichert wird, weil die ältesten Bäume langsam absterben, verrotten, das CO2 wird wieder frei, das Holz wird zersetzt, abgebaut und damit bleibt es ungefähr auf diesem Niveau. Ja? Jetzt können mal ein paar mehr Bäume verrotten, dann können wieder mal ein paar mehr junge Bäume nachwachsen, dann verrotten wieder ein paar mehr und dann wird immer so weiter. Ja? Und über die Zeit wird, sofern kein Großereignis, keine Großstörung stattfindet, wie ein riesiger Waldbrand, der den ganzen Wald vernichtet, die CO2-Speicherung ungefähr auf demselben Niveau bleiben. Im Vergleich dazu, Wirtschaftswald. Wirtschaftswald, wir pflanzen, nehmen wir mal an, wir würden den pflanzen. So, jetzt wächst der und speichert CO2 und speichert CO2 und speichert CO2. Jetzt würde irgendwann das Wachstum etwas abnehmen vom Tempo und die jungen Bäume hätten mehr Wachstum. In diesem Moment kommt der Förster und sagt, jetzt ist der ideale Hiebszeitpunkt. So, und das heißt, wir hacken den Wald ab. Früher hätten wir ihn bis da unten abgehackt, heute hacken wir ihn nur noch bis hierhin ab, lassen noch ein paar junge Bäumchen stehen, damit der Wald als solcher geschlossen bleibt, der Wald als solcher auch erhalten bleibt. Wir machen keine Kahlschläge mehr, zumindest nicht da, wo eine vernünftige Forstwirtschaft gemacht wird. Ne? So. Dann wachsen eben die Bäume, die übrig geblieben sind, nach der Entnahme, jetzt von allein, da muss man nicht nochmal pflanzen, wachsen, 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 sind hiebsreif, werden zurückgesetzt. Wachsen, 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 sind hiebsreif, werden zurückgesetzt. Wichtig, grundsätzlich erreicht ein bewirtschafteter Wald niemals die CO2-Speichermenge eines Urwalds. Das ist eigentlich nahezu unmöglich. In einem Urwald 1000-1200, also hier bei uns in Mitteleuropa 1000 bis 1200 Kubikmeter Holz, die da pro Hektar stehen oder liegen. In einem Wirtschaftswald
500, 600, das wäre schon richtig krass viel, bevor man ihn nutzt. Danach sind es noch 100. Ne? Sowas um den Dreh. Kubikmeter Holz, die da so rumfliegen. Klingt jetzt erstmal so, als wäre der Urwald völlig überlegen. Aber das Holz, das wir hier jeweils aus dem Wald rausholen, ja, in einem Turnus von ca. 80 bis 120 Jahren. Der springende Punkt ist, was zum Geier machen wir jetzt mit diesem Holz? Wenn wir es gleich verheizen, naja, ist besser, als wenn wir Kohle verheizt hätten. Weil dann entlassen wir nur CO2 in die Atmosphäre, was da vor 100 Jahren auch schon drin war. Das heißt, da ist nicht uraltes, antikes, Millionen von Jahre altes CO2, das in der Atmosphäre wirklich nichts mehr zu suchen hat und da auch nie wieder reingekommen wäre, wenn wir es nicht aus sehr tiefen Löchern ausgebuddelt hätten, sondern es ist recht frisches CO2, das vor kurzem da noch drin war. Der Effekt ist im Grunde derselbe. Aber es wird nicht immer mehr, weil immer Zusätzliches, was schon längst draußen war, dazukommt. Ja? Also mit Holz heizen ist jetzt auch nicht die Lösung, das bestimmt nicht. Aber es ist weniger schlimm als Kohle beispielsweise oder Öl. Ja? Aber wenn wir jetzt das Holz eben nicht zum Heizen nutzen, sondern wir bauen da draus ein Passivhaus, ja? Ein super gedämmtes Niedrigenergiehaus, das quasi fast nicht beheizt werden muss, weil es unglaublich energiesparend sowieso schon ist. Ja? Dann lassen wir dieses Haus jetzt auch 200, 300, 400, 500 Jährchen stehen und Holzhäuser, die so lange halten, sind möglich. Man gucke sich irgendwelche mittelalterlichen Stadtbilder in Deutschland an. Da gibt es einen Haufen alte Holzhäuser. Wie alt sind die? Ja, 500, 600, 700 Jahre alles schon da gewesen. Und die sind die sind alle noch bewohnbar. Geht also. Ja? Man kann also so lange, wie das Holz im Wald maximal stehen bleiben würde, um dann abgebaut zu werden, auch bewohnen. So. Wenn wir den Wald zum Urwald erklären, ja, dann haben wir da zwar mehr CO2 drin gespeichert, aber wir haben auch kein Holz mehr. Das heißt, wir können dann nicht Holzhäuser bauen und Urwald haben, beziehungsweise zumindest können wir nicht nur Urwald haben und Holzhäuser bauen. Wir können ein bisschen Urwald haben und Wirtschaftswald haben. Und dann haben wir Urwald und Holzhäuser. Das wäre so das Ideale übrigens, dass man da irgendwo einen Kompromiss findet. Nicht entweder oder, sondern irgendwo dazwischen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ja, wir reden hier nicht nur von Schwarz und Weiß. Aber die Theorie ist, zumindest von vielen, vielen Wissenschaftlern, langfristig gesehen, ja, über einen ganz langen Zeitraum, hat man mit dem Wirtschaftswald die Option, mehr CO2 aus der Atmosphäre zu holen und zu binden. Und wenn dir nichts Besseres einfällt mit dem Holz, dann legst du es in irgendein altes Salzbergwerk, lagerst es ein, versenkst es im Moor. Nur so, dass es halt nicht abgebaut werden kann. Ja? Wenn nämlich das Holz langfristig irgendwo eingelagert ist, beispielsweise im Moor, was passiert dann? Naja, in ein paar Millionen Jahren ist es neues Erdöl, ja? Oder neue Kohle, je nachdem, welcher Druck und welche Bedingungen da jeweils herrschen. Und dann ist es auch raus aus dem Zyklus. Das sind also so die Möglichkeiten. Aber es einfach im Wald abbauen lassen, führt halt dazu, dass es irgendwann wieder da ist. Nicht jedes Holz, was wir nutzen im Wirtschaftswald, wird wirklich langfristig gebunden. Absolut nicht jedes. Und die große Frage lautet jetzt, wie lang ist denn der Zeithorizont, über den wir reden, über den wir nachdenken? Reden wir von 100, 200 Jahren oder was? Dann hätten wir wahrscheinlich ähnlich hohen bis hin zu einem größeren CO2-Speicher, wenn wir den Wald einfach alt werden lassen. Weil der speichert und speichert und speichert und die meisten Jälder sind so jung, das dauert noch eine Weile, bis die in die Verfallsphase kommen und überhaupt CO2 emittieren. Die würden also noch viele, viele Jahre erstmal nur speichern. Aber irgendwann ist der Speichereffekt vorbei und dann wird über viele Zyklen der Waldnutzung und über viele, viele Holzhäuser, die wir bauen, wofür wir auch wieder nicht unendlich Platz haben, das muss man auch im Hinterkopf behalten. Man müsste also nach und nach alle Nicht-Holzhäuser mit Holzhäusern ersetzen, damit das überhaupt funktionieren könnte. Aber irgendwann überwiegt dann über die langen Zeiträume die Nutzungsvariante, was den CO2-Speichereffekt angeht.
sofern man das dann alles hinkriegt und politisch funktioniert, kein Dritter Weltkrieg und. Ja, bei so langen Zeiträumen weiß man, ist es schwierig, Prognosen abzugeben, insbesondere wenn sie die Zukunft umfassen. Ja? So, aber das sind so die beiden Theorien. Das Problem ist nur, die Urwaldlösung eben mit flächenmäßig nur Urwald sorgt dafür, dass wir nicht mit Holz bauen können, sondern mit Beton, Plastik, Bambus, geht bis zum gewissen Grad, funktioniert aber auch nicht auf Dauer und auch nicht für alles. Und was uns sonst noch einfällt, Stroh. Den Ansatz gibt es tatsächlich, dass man Stroh mit bestimmten Harzen verklebt zu einem Strohbrett und dann aus diesen Strohbretten zum Beispiel auch ja, Wände bauen kann und Häuser letztendlich. Also da gibt es verschiedene Ansätze und die Forschung ist da fleißig dabei und macht da einiges in diese Richtung. Aber jetzt müssen wir noch zu der Frage kommen, warum ist denn dann Bäume pflanzen oder wann ist Bäume pflanzen jetzt sinnvoll, um einen dieser beiden Vorgänge, welcher auch immer es sein soll, zu befördern, ja, und zu unterstützen. So, da haben wir jetzt ein sehr naturnahes Waldbild. Das ist so der Traum eines jeden Försters. Viel schöner kann ein Wirtschaftswald nicht aussehen. Die Bäume, die da stehen, die dicken, sind sehr wertvoll, sind Tannen, kriegst du für wirklich viel Geld verhökert, sind super klimaresistent. Das ist ein Wald, der hat Zukunft. Absolut. Wenn irgendein Wald Zukunft hat, dann nach aktuellem Kenntnisstand vielleicht sowas. Man könnte noch ein bisschen was anderes noch reinmischen, wenn man das dann möchte, aber der ist definitiv zukunftsfähig. So, wichtig, Bäume pflanzen. Ja? Wenn wir Bäume pflanzen, muss uns klar sein, wollen wir so eine dichte Verjüngung, ja, so viele junge Bäume dastehen haben und die brauchen wir und die kommen auch natürlich auf und wir pflanzen irgendwo, wo vorher gar kein Wald war, einen neuen Wald, dann müssen wir Bäume auch in dieser Dichte oder fast in dieser Dichte dastehen haben. Ja? Und wenn man jetzt ein Shampoo kauft oder einen Kasten Bier und da heißt, dafür wird ein Baum gepflanzt, dann heißt das im Regelfall, da müsst ihr wirklich recherchieren, ob eure Baumpflanzaktion irgendwas hilft. Im Regelfall heißt das, so ein kleiner Pupsi-Baum wird gepflanzt. Und so ein kleiner Pupsi-Baum, davon gibt es so ungefähr 10.000 pro Hektar. So international können wir uns darauf mal einigen. Einer pro Quadratmeter. Jetzt braucht ein Baum, wenn er alt werden soll und CO2 speichern soll, aber nicht einen Quadratmeter an Platz, sondern er braucht mindestens 80, sage ich jetzt mal grob, wenn er wirklich, wirklich alt werden soll. Gerne dann auch 120, 150, je nachdem wie alt und welche Baumart. Ja, und damit kann man sich ausrechnen, wie viel von diesen 10.000 Bäumen, die man da auf einen Hektar gepflanzt hat, denn dann das Zeitliche segnen werden. Ja, und wenn du jetzt also ein Produkt kaufst, bei dem versprochen wird, es wird ein Baum gepflanzt, dann geht es im Regelfall um 10 bis 20 Cent, vielleicht mal einen 30 Cent Baum, der so viel im Einkauf für die Pflanzaktion kostet. Meistens wird er dann in den Tropen gepflanzt, da ist billiger. Und dass der eine Chance hat, dann später mal wirklich CO2 zu speichern, ja, die hat er. Es kommt immer darauf an, was. Sagen wir mal so, zwischen einer von 1000 und einer von 100 Bäumen. Je nachdem, wo wir uns bewegen, hat die Chance tatsächlich so groß zu werden, dass er auch im nennenswerten Umfang auch CO2 speichert. Ja, das muss einem klar sein. Wenn man hingegen jetzt hingeht und sagt, man kauft sich einen Baum, bei dem man sicher sein kann, dass der gepflanzte Baum auch der Baum ist, der später alt werden wird. Ein Beispiel wäre, wenn man sich für eine Agroforstsystembewirtschaftung in zum Beispiel Brasilien stark macht und da einem Bauer, der gleichzeitig Bäume und Feldbau betreibt und damit sehr nachhaltig und mit einem System, was definitiv Zukunft hat, das ist auch jetzt wieder kompliziert, kann ich nicht so weit ausholen, arbeitet, wenn man dem einen zusätzlichen Fruchtbaum für sein Agroforstsystem spendet. Da zahlt man 10 bis 40 Euro. Da kannst du dann aber sicher sein, dass dieser Baum zu 99,5% oder was auch durchhalten wird, groß wird und wirklich CO2 speichert. Und da geht es um Tropenbäume, die sind innerhalb von kürzester Zeit in der Lage, wirklich eine Menge CO2 zu speichern. Aber siehe da, das ist dann nicht mehr billig. Ne?
Also will man wirklich was erreichen, dann kostet das auch wirklich Geld und nicht 20, 30 Cent für einen Baum, bei dem man eben Lotto spielt und bestenfalls 1% Gewinnchance hat, dass es dann der Baum ist, der sich später durchsetzt. Aber wenn keiner die 20 Cent Bäume pflanzen würde, dann gäbe es auch nicht 100, damit überhaupt einer durchkommt. Ja, also die 20-Cent-Bäume sind nicht nutzlos. Es muss einem nur klar sein, dass man damit jetzt nicht einen Flug nach New York zum Shoppen ausgeglichen hat. So, und ein zweiter wesentlicher Faktor zu nützlichen Bäume pflanzen ist die Frage, pflanzen wir diesen Baum in einen bestehenden Wald, hier irgendwo, der sich von alleine verjüngt. Na? Also wenn du hier nichts machst, dann wird hier Wald wachsen. Wenn du hier ein paar Bäume fällst, wird hier trotzdem Wald wachsen. Das ist ein Dauerwald quasi. Wenn nicht eine große Katastrophe passiert, wird hier immer welcher sein. So, hier einen zusätzlichen Baum reinpflanzen bringt keinen zusätzlichen Nutzen. Das kann die Natur in diesem Fall hier wirklich selber und auch besser als wir, wenn wir irgendwas pflanzen. Anders schaut's aus auf Flächen, auf denen gar kein Wald mehr ist, wo der Boden degradiert ist, wo die Nährstoffe aus dem Boden raus sind. Und das haben wir ganz viel in den Tropen auf ehemaligen Sojaplantagen beispielsweise. Ja, da wird sich von Natur aus erst wieder in 1000, 2000, 3000 Jahren Wald entwickeln, wenn wir schon längst nicht mehr da sind und erst dann so weit viel Ruhe einkehrt, dass eine natürliche Sukzession, also dass der natürliche Übergang von einem Ökosystem ins andere, überhaupt möglich ist. Ja? Und das können wir nicht so lange warten. Und da aufzuforsten, ja, und da Bäume zu pflanzen, wo sonst gar kein Wald mehr entstehen würde. Und zusätzlich, wir erinnern uns an den Anfang, Tropenwald, der viel schneller wächst und viel schneller CO2 speichert als unser heimischer Wald, das wäre schon hilfreich. Ja? Also grob gesagt muss man sagen, Bäume können den Klimawandel aufhalten. Ja, die können CO2 aus der Atmosphäre rausholen, potenziell schon. Ob wir das per Wirtschaftswald oder per Urwald machen, das ist eine Charakterfrage. Das ist eine Frage des, wie langfristig wollen wir eigentlich planen und haben wir Alternativen zum Holz, wenn wir bauen wollen? Ja, das ist die wesentliche Fragestellung. Holz ist ja nicht nur CO2-Speicher, sondern gleichzeitig auch noch ein Rohstoff, der gleichzeitig ein CO2-Speicher sein kann. Damit ist Holz als Rohstoff meiner Meinung nach völlig unverzichtbar für die Zukunft. Ist der beste Rohstoff für die Zukunft, für irgendwelche Bauprojekte, irgendwas Langfristiges, was eine Weile stehen soll, den es überhaupt nur gibt. Ja? Und daher bin ich für Wirtschaftswälder. Absolut, weil die sehen auch schön aus, haben wir hier gerade gesehen, sehen wir gerade. Die haben auch eine hohe Biodiversität. Aber wichtig ist in diesem Zusammenhang auch nicht nur Wirtschaftswälder, sondern Wirtschaftswälder und ein bisschen, so dass es reicht. Ja, da kann man sich jetzt streiten, ob das 10% oder 5% oder 3% sein müssen oder 15%. Aber so, dass es reicht, natürlich auch Urwälder, sofern wir die dann irgendwann wieder zustande kriegen, weil die brauchen noch 200 bis 500 Jahre, um ein solcher zu werden. Ja, jetzt, Stand jetzt. Es sei denn, wir nehmen einen Urwald, der noch einer ist. Und das bringt uns zum zweiten wesentlichen Appell. Noch besser als Bäume pflanzen ist, Bäume, da wo sie nicht nachwachsen, gar nicht erst umhacken. Und da sind wir wieder im tropischen Regenwald. Und was können wir als Deutsche für den tropischen Regenwald tun? Naja, wir könnten theoretisch beträchtliche Staatsmittel nehmen, die offensichtlich vorhanden sind, wenn eine große Katastrophe ist. Ja, nur meine Meinung. Das ist jetzt politisch. Ja, da kann jeder eine eigene Meinung haben. Ganz egal. Aber für ein paar Milliarden, die ja offensichtlich locker mal gelocker gemacht werden, wenn man den Herrn Scholz fragt, könnten wir so viel tropischen Regenwald kaufen, da wäre wirklich, wirklich was erreicht. Und daraus dann unseren deutschen Urwald machen, die Leute da fürstlich bezahlen, dass die den Wald einfach in Ruhe lassen. Gerne auch Ratenzahlung. Man muss ja die Angehörigen vor Ort da dauerhaft, die müssen ja überleben können. Ja? Dann zahlen wir denen halt fürs Nicht-Bäume-Fällen im Jahr, weiß ich nicht, so und so viel Geld. Damit könnten wir so viel Wald retten, das wäre zum Beispiel mal eine Option. Ja? Ansonsten, was der kleine Mann machen kann, wenn es die Politik schon nicht tut, wäre ja tatsächlich, wenn schon Bäume pflanzen lassen und gucken,
dass irgendwo neuer Wald entsteht, dann wirklich vorher durchlesen, um was für Bäume geht's. Geht's um irgendwelche ganz kleinen futzeligen Dinger oder geht's um einen Baum, der wirklich auch Zukunft hat? Damit wäre was erreicht. Und wenn ihr die kleinen futzeligen Dinger kauft, dann kauft viele. Ja. Wenn viele sind, ist auch wieder gut. Das sind so die springenden Punkte. Und nochmal wichtig, es kommt halt sehr darauf an, wo man Wald wieder hinpflanzt. Wenn natürlich sowieso Wald wächst, ist der natürliche Wald besser. Dann den halt machen lassen, den kann man dann auch bewirtschaften. Das heißt nicht, dass nur weil man ihn natürlich aufwachsen lässt, man hinterher nicht einzelne Bäume davon nutzt. Das ist kein Widerspruch. Wo kein natürlicher Wald mehr wachsen kann, weil wir schon alles zu sehr kaputt gemacht haben, sind wir jetzt halt verantwortlich, mit unserer Technologie, mit unseren Möglichkeiten, den Boden so weit wieder herzurichten, dass da wieder Wald wachsen kann. Und für sowas kann man dann auch bezahlen. Das sind sinnvolle Aufforstungsmaßnahmen. So, und zum Schluss noch. Kann denn Baumepflanzen allein wirklich den Klimawandel aufhalten? Naja, wenn wir weiterhin genug CO2 in die Luft pusten, auf jeden Fall nicht. Wenn wir damit langsam aufhören und das tatsächlich funktionieren sollte, ich bin da eher pessimistisch, aber nehmen wir mal an, das wäre so, dann dann könnte das eines der Schlüsselsysteme sein, Wald und zusätzliche Bäume. Eine Erhöhung der globalen Waldfläche bedeutet das, ja, um das nochmal klar zu machen. Dann wäre das sicherlich eine der Schlüsseltechnologien, um das CO2 auch mal ein bisschen wieder rauszubekommen aus der Atmosphäre. Also ja, Bäume pflanzen kann den Planeten retten, aber nur wenn es richtig gemacht wird und nur wenn es funktioniert und nur wenn es genug ist. Und nur wenn wir ansonsten keinen Schwachsinn bauen. Also einfach nur Bäume pflanzen und wie dämlich im Kreis mit dem SUV fahren, das gleicht sich nicht aus. SUV fahren überwiegt. Dann bedanke ich mich, hoffe, es war noch halbwegs kurz genug, dass man sich das noch angucken konnte. Wünsche euch einen schönen nebligen Waldnachmittag, wird gleich dunkel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.